Wir zeigen euch jetzt mal die Ballanregung. Hier die beiden süßen Zwillinge, Bruder und Schwester. Die sind jetzt errechnet, wären die jetzt 4 Monate alt, aber die sind schon 6 Monate alt. Nicht? Sind aber 2 Monate zu früh gekommen und darum sind sie vom Entwicklungsstand auf einem Stand von 4 Monate alten Babys. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, was ihr machen könnt. Ihr könnt ja als Zwillingsmutter nicht unbedingt immer beide Kinder auf so einen Ball halten und diese ganzen Anregungen so einfach machen. Aber ihr könnt ein Kind ganz schön auf den Ball legen und das andere liegt da runter. Und dann könnt ihr eigentlich mal miteinander kommunizieren. Guck mal, dein Bruder hält den Ring so toll. Ja, aber der guckt leider mich an. Aha, und jetzt zur Mutter, ne? Guck mal. Und so könnt ihr prima die die Ballanregung machen. Genau. Und dann könnt ihr natürlich mal wechseln. Prösterchen. Ja, das war's eigentlich schon.